Nach einem sehr schweren Erdbeben wurde die Stadt Agadir, die Hauptstadt der Provinz Agadir, völlig dem Erdboden gleichgemacht. Und sie wurde in einer hervorragenden Weise schnell und gut wieder aufgebaut. Wir befinden uns auf einer Höhe über Agadir. Und bevor wir die Fahrt weiter fortsetzen, genießen wir erstmal das fantastische Panorama. Unter uns der Yachthafen aus der vorchristlichen Zeit, der wunderbar erhalten wurde. Schiffe des marokkanischen Militärs oder wie man sagt, der Seeflotte. Okay. Im Vordergrund die kleine, sagt man, Fischerflotte. Die ist aber alles andere als klein. Und vor uns der Hafen, wo die Überseefrachter ihre Fracht löschen können und löschen. Diese Befestigungsanlage stammt von 1746 und war gleichzeitig eine kleine wurde Stadt. Auf einer alten Festung von 926 errichtet. Die lebende Nahrung der Festungsbewohner. Fast alle Städte, die wir besucht haben, sind sehr, sehr gepflegt und vor allen Dingen sehenswürdig. Unser Taxifahrer zeigte uns voller Stolz das Villenviertel.
Das hinten wie ein Zelt, das ist Kino, Kinosaal. Jetzt fahren wir erstmal zum Markt, das Zentrum des Lebens fast jeder Stadt. Aber dies zeigen wir Ihnen erst im nächsten Film. Liebe Zuschauer, ich freue mich immer wieder, die nächsten Filme Ihnen zeigen zu können. Abonnieren Sie bitte unseren Kanal und schreiben dazu gehörenden Kommentar. Und bis zum nächsten Film.